Boah, Julian, immer musst du dein Stäbchen überall reinstecken. Hier, guck mal bitte an, was da für ein Dreck noch mit drin ist, Herr Hannes, ja? Schon die zweite Reinigung. There was a little Spanish flea, a record star, he told his flea. Das beeinflusst dein Schussbild. Jo, dann chromen wir jetzt nochmal, ne? Eingestelltes Hop-Up, vorm Schusstest. Achso, sind wir jetzt plötzlich in dem angekündigten Schusstest-Video? Oh, Alter. Ja, wir machen jetzt einen Schusstest. Das steht aber auch in der Beschreibung drin. Weißt du, das brauche ich nicht extra ansagen. Nee, das steht im Titel. Auf dein Kommando, ne? Man hält im Titel. Ey, das steht auch im Titel drin. Gut, ich denke, das reicht. Hast du alles? Oder so, dann nochmal? Ja? 181 steht drauf. Genau, perfekt. Also, mit eingestellten Hop-Up 1,8 Joule. Natürlich jetzt die Originalfeder drin von Amoeba, ein kleines bisschen eingekürzt, weil wir damit 2,1 Joule hatten. Das ist ein bisschen viel. So. Jetzt Schusstest. Bandmaß? Wo man das Bandmaß? Keine Ahnung. Das muss irgendwo drin sein. Moment. Haben die kein Bandmaß, was 8 Meter lang ist? Aha! Hey, wir haben Bandmaß. Hier ist das Bandmaß. So. Ja, dann lauf du nur. Hannes und ich haben das doch schon mal gemessen. Am Computer, wie weit das ist. Ja. Hast du das Computerbild noch im Kopf? Ich bin der Meinung, das waren 25 Meter. Ich brauche einen Boden pro. Das ist 20 Meter. Was machen wir denn jetzt? Wir wollen erstmal 15, ne? Würde ich sagen. Ja, ich würde sagen, mit 15 Meter fangen wir an. Kann doch nicht mal Bandmaß halten! Zu blöd, mit dem Bandmaß zu laufen. Wir haben natürlich, die Waffe haben wir natürlich gesichert, bevor ich mich jetzt hier hinstelle ohne Schutzbrille. Ne? Natürlich alles gesichert. A few inches later. Sichern. Ne? Ich habe natürlich schon neue Kugeln nachgeladen, das ist geschnitten, das habt ihr nicht gesehen. Oh. Safety first. Und was ist mit mir? Du brauchst keine, du guckst durch den Linse. Oh, Hannes steht drauf, ey. Ich hasse es nicht. Scheiß Kamera, Mann. So, wir haben jetzt 15 Meter eingestellt und ja, wir gehen jetzt mit dem Schusstest. 10 Schuss auf die Scheibe mit einem Durchmesser von 20 cm circa. Dann genau. Schauen wir mal, wie der Streukreis so ist. Attacke. Magazin wird voll gemacht. Also jetzt, nächste Distanz. Nächste Distanz, 30 Meter. Und schon ein bisschen weiter. Ein bisschen. Ja. Und bedenke, es sind wieder 4 Blatt, ne? Also die Problematik war ja jetzt bei diesem Präzisionstest, kann man nicht so richtig voll für ernst nehmen, weil es war extrem windig. Ist viel zu windig, ja. Wir haben schon versucht, immer irgendwie an Hauswänden lang zu schießen, damit nicht so der Wind nicht so reingreifen kann, aber es sind trotzdem einige daneben geflogen einfach. Ne? 0,3 Gramm BWs, das reicht irgendwie nicht. Naja. So. Aber wir wollen jetzt nochmal, um euch zu zeigen, wie präzise das ist, wollen wir jetzt nochmal auf... Was haben wir jetzt? 70 Meter, ne? Das sind 70 Meter. Ja. 70 Meter Torsogröße. Nur mal zeigen, dass wir da ungefähr dann wirklich auch treffen. Ne? Julian steht dort ganz hinten irgendwo an der Wand. Und, oh. So. Wir sitzen jetzt hier, 22 Uhr 22, sehe ich gerade, noch am Schneiden und haben festgestellt, wir haben ja noch gar kein Fazit oder sowas gefilmt. Ja? Man sieht es ja eigentlich beim Schusstest schon, wie präzise das Gewehr eigentlich sein kann. Ja? Manche fliegen daneben,
Ich denke mal, der Streukreis ist auch ein bisschen größer geworden, als er normalerweise ist. Man hört es wahrscheinlich auch teilweise durch den Kameraton. War schon sauwindig, ne? Ja, einfach viel zu viel Wind. Naja, das Problem ist ja, diese Präzisionstests waren jetzt relativ... sie waren einfach nicht ausschlaggebend aufgrund der Tatsache, dass viel zu viel Wind da war, um einen richtigen Präzisionstest zu machen. Jeder Schuss hatte halt eben eine klein bisschen andere Windgeschwindigkeit. Ja. Na, halt sicher, na sicher. Aber ich sag mal, wir wollen ja jetzt hier auch unter anderem sagen, wie gut die Unit eigentlich ist und was sie wirklich bringt. Ne? Und ich meine, du hast ja letztes Wochenende, auch wenn es nur CQB war, hast du ja schon damit gespielt. Und kannst ja sagen, wirklich, dass da jeder Schuss sitzt. Ne? Ja. Da hast CQB du schon. Sitzt jeder Treffer wirklich punktuell. Wenn jemand nur mit einem Brillenglas hinter irgendeiner Ecke rausguckt, der ist weg. Ja, manche, die das hier lesen, die das jetzt hier sehen, die werden wahrscheinlich auch sich denken, ja, doch, die habe ich schon mal abbekommen. Ne? Schon des Öfteren. Ja. Ja, vor allen Dingen die Sache ist auch, ne? Selbst wenn du es jetzt wirklich den Schusstest so aufbaust, dass du eine komplett windstille Halle hast und so weiter und so fort. Du spielst mit dem Ding ja trotzdem draußen. Also du hast so oder so immer Windverhältnisse. Ja, ist meine Meinung. Ne? Aber man sieht bei dem Schusstest auf jeden Fall, erstens, das Ziel hat einen Durchmesser von 20 Zentimetern gerade mal. Das ist ein Kopf, wenn überhaupt. Ne? Und man hat gehört in dem letzten Test, wo du länger getriggert hast, dass auch viele Kugeln wirklich auf dieses Holzbrett aufgeschlagen sind. Und das ist Torso-Größe. Richtig, also man kann auf jeden Fall sagen, im CQB-Praxistest, dass auf kurze Distanzen von vielleicht 10, 15 Meter wirklich jeder Schuss punktuell ein Treffer ist. Ja, locker. Und was man dann noch gesehen hat, ist dieser Distanztest. Diese Waffe ist... Was hast du für einen Lauf drin? Maple Leaf, wir haben da jetzt gespielt mit Maple Leaf 602 Millimeter, 410 Millimeter lang. Ne? Genau, also diese Waffe hat stockmäßig 1,5 bis 1,6 Joule angegeben. Und ich möchte mal eine Stockwaffe sehen, die mit 1,5, 1,6 Joule 70 Meter schießt. Ja, so, das und stimmt. Jetzt nur hauptsächlich durch die Hop-Up-Unit. Natürlich ist jetzt auch noch ein 602er-Lauf und das andere Hop-Up-Gummi von Maple Leaf drin. Ja, aber das wollte ich ja eben sagen damit. So. Ne? Mit dem Lauf und dem Hop-Up-Gummi und der Hop-Up-Unit. Ne? Im Prinzip ist nicht mehr geändert worden, was die Präzision und die Reichweite verändern würde. Ja. Und damit schafft man dann schon wirklich den Sprung von präzisen 40 Metern von der Stockwaffe zu den halt 70 Metern. Ne? Also gute 30 Meter mehr schaffst du da recht präzise. Ne? Wenn es wirklich windstill ist, wie kennst du ja. Und das mit 1,8 Joule. Ne? Das ist schon echt. Also ich würde die Max Hop-Up Unit wirklich jedem empfehlen. No. Jedem. Bei uns im Team kauft sie sich jetzt fast jeder gerade. Wirklich, einer hat angefangen und schon habe ich sie, irre. Jetzt hat Julian sie und die nächsten Bestellungen sind auch schon raus. Ja, ja, allein schon, verrückt. Wenn du sie auspackst, allein schon dieser BB-Release-Knopf, ne, von der Verarbeitung her, der Druck. Die ganze Schrift drauf, das ist herrlich. Das ist echt, das ist echt herrlich. Super verarbeitet. Ja. Da ist kein Gras, lohnt da sich ist definitiv. Gar und wenn wir... Na, und wenn ich demnächst mal eine neue ICS bestelle, dann kaufe ich mir auch gleich die passende Hop-Up-Unit dazu. Scheißegal. Bevor ich damit einmal schieße, baue ich das gleich um. Das ist einfach genial. Ne? Also ich glaube, was Besseres gibt es zurzeit auf dem Markt nicht. Dazu kommt noch, dass wahrscheinlich in der nächsten Zeit noch die Tracer-Einheit dafür verfügbar sein wird. Das heißt, man kann sich auch gleich an der Seite LEDs, Tracer-LEDs dran schrauben. Ist auch sehr zum Vorteil. Ne? Ich muss halt auch echt sagen, das wäre eine Lösung, die ist für mich perfekt. Ja. Meine Waffe ist ja auf niedrige Lautstärke auch getuned. Und wenn ich jetzt gerne mit Tracer-BBs spielen würde, müsste ich mich ja für eine Tracer-Unit vorne statt einem Schalldämpfer entscheiden. Das würde natürlich von der Lautstärke her extrem etwas ändern. Ja. Und wenn das alles schon in der Hop-Up-Unit drin ist, dann kann ich vorne meinen Silencer dran haben und ich habe trotzdem leuchtende Kugeln. Ja. Und du musst hier nichts mehr selber bauen. Du musst keine 80 Euro dafür ausgeben für den ganzen Krempel. Ne? Ich meine, gut, was die LED-Einheit im Endeffekt kostet, wissen wir noch nicht. Aber mal abgesehen
davon, dass es vielleicht mehr als die Mad Bull Unit kostet, die Präzision, die die Hop-Up Unit mit sich bringt, ist einfach schon mal das Allerwichtigste. Ne? Scheißegal, was die Tracer Unit da kostet dann. Ne? Vor allen Dingen ist es auch ein Vorteil für die, die keine Lust drauf haben, ihr Gewehr irgendwie durch einen Tracer Schalldämpfer noch verlängern zu müssen oder sowas. Ne? Die holen sich dieses Modul für diese Hop-Up Unit. Klatschen die da dran und dann... Und fertig. Fertig. Fertig ist die Laube. So, also, Kaufempfehlung. Ja. Und nein, wir bekommen immer noch kein Geld dafür. Mm-mm. Um das Ganze hier jetzt schön ausklingen zu lassen und auch, nicht so trocken rüberkommen zu lassen. Das Airsoft-Herz muss nochmal eine Runde springen. Ja, genau. Jetzt kommt nochmal ein kleiner Porn. Ta-da!